Warum ist die Alternative für Deutschland derart im Aufwind? Pankow im Osten Berlins, ein Straßenfest kurz vor der Wahl des Abgeordnetenhauses, bei der die Partei 14% errang. Und es in einigen Bezirken, wie auch hier, in die Regierungsverantwortung schaffte. Was gehört zur Menschlichkeit? Stefan Kretschmer, Lehrer und Parteimitglied, erzählt, er sei bis dahin noch nie in eine Partei eingetreten. Warum ich die Alternative für Deutschland unterstütze? Weil die Politik der Altparteien alternativlos ist. Angeblich. Euro-Rettung, Griechenland-Rettung, Flüchtlingsproblematik, alles ist alternativlos. Es ist nichts alternativlos. In 10 von 16 Bundesländern ist die AfD jetzt in den Landesparlamenten vertreten. Vom Missmut über die alten großen Volksparteien profitiert sie derzeit wohl am meisten. Berlin soll wieder sauber werden. Es sind so viele Sachen, wo die Prioritäten falsch gesetzt werden, in der Kommunalpolitik, aber auch in der Landespolitik. Die Flüchtlingsverteilung von den ganzen, ich sag mal, Flüchtlingsheimen, die gerade im Osten von Berlin aufgebaut werden, entgegen der Absprache, also Absprache mit den Bürgern. Ich würde nicht sagen islamfeindlich, wir sind islamkritisch. Jeder hier in Deutschland lebende Muslim, der seinen Glauben auslebt, ist hier völlig akzeptiert. Nur sagen wir, dass der Islam als Religion als solches in Deutschland nicht kulturell verwurzelt und verankert ist. Das ist in Deutschland gibt es den Begriff des jüdisch-christlichen Abendlandes und dabei wollen wir es belassen. Ob der Islam zu Deutschland gehört, darüber wird nun schon seit Jahren in Deutschland gestritten. Die Partei ruft auch hier in Berlin prompt Gegner auf den Plan. Nationalismus raus aus den Köpfen! Raus aus den Köpfen! Ey! 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 Sie haben ja vorhin geschrien, Sie haben uns als Nazis, als Rassisten bezeichnet. All das weiß ich natürlich, weisen wir alle natürlich von uns, denn das sind wir nicht. Aber wir werden so benannt und wir werden so betitelt. Mit rechtsextremen und fremdenfeindlichen Äußerungen haben sich etliche AfD-Politiker hervorgetan. Provokation ist Kalkül, das bringt öffentliche Aufmerksamkeit. Wie auch der parteiinterne Machtkampf und Führungswechsel im vergangenen Jahr. Seit Frauke Petry den Parteivorsitz zusammen mit Jörg Meuthen übernahm, wird der Partei ein Rechtsruck bescheinigt. Das rechtskonservative Lager setzte sich gegen das wirtschaftsliberale durch. Man redet über den wachsenden Erfolg rechtsextremer Parteien in Europa. Eine davon ist Ihre. Sie sind eine rechtsextreme Partei? You are a far right party. No. Nein, wir werden oft gefragt, wo wir politisch stehen. Schauen Sie sich die Leute an, die uns wählen. Viele Konservative und Liberale schließen sich uns an. Deshalb denke ich, wir bekommen Rückhalt aus allen Bereichen des politischen Spektrums. Uns in die rechte Ecke zu stellen, das kennt man ja in Deutschland, denn so kann man jemanden dämonisieren. Das haben sie mit meiner Person versucht, das haben sie mehrmals mit der Partei versucht. Aber ich denke, die Leute sind willens und in der Lage, aufzuwachen und zu verstehen, was da läuft. . 2013 aus der Ablehnung gegen den Euro und seine Rettung entstanden, hat die AfD seit dem vergangenen Jahr durch den Flüchtlingsansturm in Deutschland enormen Rückenwind bekommen. Mit über 1 Million Flüchtlinge fühlt sich Deutschland in Europa ziemlich alleingelassen. Nach dem jüngsten Wahldebakel in Berlin räumte Kanzlerin Merkel persönlich ein, dass sie gern die Zeit zurückdrehen und sich besser auf den Ansturm vorbereiten würde. Vor einem Jahr sagte sie noch: Denn was wir jetzt erleben, das ist etwas, was unser Land schon in den nächsten Jahren auch weiter beschäftigen wird, verändern wird. Und wir wollen, dass es sich zum Positiven verändert. Und wir glauben, das können wir schaffen. Christa Sennberg hilft ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim südlich von Berlin und ist auch sonst politisch recht bewegt. Hier im Land Brandenburg leben im bundesweiten Vergleich eher wenige Flüchtlinge. Aber die Sorge, ob Deutschland sich die überhaupt leisten kann, ist groß. Die AfD benutzt die Flüchtlinge, um den anderen Leuten, die sozial benachteiligt sind, einzureden: Wenn die Flüchtlinge nicht hier wären, dann würde es euch viel besser gehen. Ich bin nicht überrascht darüber. Wir haben gewarnt und wir haben immer wieder gesagt, es muss hier im sozialen Bereich was passieren in Deutschland. Sonst kommt irgendjemand und fängt die alle auf.
So, und jetzt ist ausgerechnet der Falsche gekommen, der diese unzufriedenen Leute aufgefangen hat. 6 Milliarden Euro plant die Bundesregierung für die Flüchtlinge in diesem Jahr ein, bis 2020 über 90 Milliarden. Neben den Flüchtlingen ist der Islam ein anderes Reizthema, mit dem die AfD punktet. Er gehört nicht zu Deutschland, heißt es in ihrem Programm. Der Berliner Imam Mohammed Taha Sabri, der den Verdienstorden Berlins für sein Bemühen um Integration bekommen hat, dessen Moschee aber vom Verfassungsschutz beobachtet wird, lud die AfD zum Dialog ein. Vor einem Tag haben die abgesagt zu kommen unter Begründung, dass es unserer Moschee kein neutraler Platz ist. Und die sind bereit, in einen neutralen Ort mit Muslime zu diskutieren. Nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen werden der Alternative für Deutschland auch bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr über 10% vorhergesagt. Die Flüchtlingskrise wird bis dahin nicht gelöst sein. Damit wird sie auch dann sicher punkten können. Ansonsten, ein Grund für den wachsenden Zuspruch zu ihrer Partei ist, dass sie sich auch Unterstützung durch den Angstfaktor verschaffen. Gut, schauen wir uns doch zuerst einmal die treibenden Kräfte der Menschheit an. Eine treibende Kraft ist nun mal die Angst. Vorzugaukeln, dass Politik ohne Angst auskommt, ohne die Gefühle, die man im Volk schürt, wäre nicht sehr ehrlich. Das ist die eine Sache. Die andere ist, ich sage all den Leuten, die uns vorhalten, die Leute zu ängstigen, schaut doch einfach die Probleme an, die es gibt. Schaut auf die Euro-Krise, auf die Migrantenkrise. Was sind denn die Gründe für diese Krisen? Haben wir das Problem gemacht oder haben wir einfach angefangen, über das Problem offen zu reden? Verschwindet das Problem, wenn man nicht darüber redet? Natürlich nicht.